Als das Leben an den Seen, in denen sich die Wälder spiegeln, und am großen Strom noch nicht nach Jahreszahlen, sondern mit den Jahreszeiten verlief, hatten die Väter unserer Väter in Quebec, das heißt dort, wo der Fluss eingeengt wird, noch keinen weißen Mann gesehen. Doch dann setzte er seinen feinen Stiefel auf unser Land. Der Mann, an dessen Gesicht sich niemand erinnert, dessen Namen aber keiner vergessen kann. Samuel de Champlain, dem sie das Denkmal errichteten als dem Stadtgründer von Quebec, der Wiege von Nordamerika. Heute kann jedes Schulkind die Jahreszahl nennen. 1603. Damals stand eine Siedlung der Irokesen am Ufer unter der hochragenden Felsklippe. Die Indianer hatten Champlain freundlich empfangen, als er auf einem Schiff, so groß wie sie noch keines gesehen hatten, auf dem Lawrence-Strom gesegelt kam. Sie ahnten nicht, dass er eine Stadt gründen würde. Nur zwei kleine Holzhäuser hatte er bauen wollen und einen Lagerschuppen für die Biberfelle, die er gegen wertlosen Flitter eintauschte. Eine kleine Handelsniederlassung. Jahre später stand auf dem Handelsplatz eine Kirche, Notre-Dame des Victoires, die älteste Steinkirche Nordamerikas. Jetzt umschlossen viele Steinhäuser den Place Royale. Immer mehr Siedler waren aus Frankreich gekommen. Quebec wurde zum französischen Eigentum erklärt. Das Indianerland hieß jetzt Neufrankreich und wurde zum Kronland des Sonnenkönigs erhoben. Auf den Handelsschiffen mit den unersättlichen Bäuchen waren Soldaten zum Schutz der Kronkolonie angekommen. Doch es waren auch Missionare an Land gegangen, die zur Rettung der Seelen aufgebrochen waren. Franziskaner und Jesuiten brachten das Kreuz nach Quebec. Staunend sahen die Irokesen und Huronen die vergoldeten heiligen Figuren, mit denen die Christen ihre Kirchen schmückten. Einer der wertvollsten Kunstschätze der Altstadt, der barocke Hochaltar des Ursulinenklosters. Die Klostergründerin Marie de l'Incarnation hatte sich als eine der ersten Frauen in die neue Welt gewagt. Das Lebenswerk der Nonne, Bekehrung und Belehrung der Indianermädchen, Grammatik und Gebet. Und bis heute unterhalten die Ursulinen ihre Klosterschule in Quebec. Damals, im 17. Jahrhundert, fand der Unterricht noch im Klostergarten statt.
Und als erste hatte die Klosteroberin die Sprache der Indianer aufgezeichnet und ein Wörterbuch zusammengestellt. Voraussetzung für die Bekehrung und für den Unterricht. Heute stimmen unter den Klosterschülerinnen keine Indianermädchen mehr den Gesang zur Ehre Gottes an. Das Gotteslob verhallt im Rattern der Pferdekutschen, mit denen Touristen im Tempo vergangener Zeiten die Altstadt durchqueren. Quebec ist nie eine Großstadt geworden und es kokettiert mit diesem Reiz. In der Unterstadt, im Petit Champlain, reiht sich Geschäft an Geschäft, wechseln Cafés und Restaurants mit Andenkenläden ab. Nur selten wird sich der Sammler von Kunst und Kitsch bewusst, dass die Wiege der französischen Kultur in Nordamerika auf dem Boden einer Indianersiedlung steht. Heute eine Attraktion. Die Gardesoldaten des 22. Königlichen Regiments auf der Zitadelle von Quebec. Elitesoldaten, früher im blutigen Einsatz. Immer wieder hatten die Engländer die französische Siedlung angegriffen, die sich in Kämpfen behaupten konnte. Doch dann, am 13. September 1759, ging in einer Schlacht von nur 20 Minuten der ganze französische Besitz verloren. Mit der Stadt Quebec fiel die Kronkolonie Neufrankreich. Nach ihrem Sieg bauten die englischen Machthaber die Zitadelle zu einer gewaltigen Schutzburg aus. Gegen feindliche Angriffe und gegen Aufstände in der Stadt. Sie fürchteten eine Rebellion der Franzosen, die sich von ihrem König verraten fühlten. Fliehen oder bleiben? Die Einwohner von Quebec hatten mehr als eine Schlacht verloren. Doch die meisten entschlossen sich zu bleiben. Sie vertrauten einer anderen Macht, die unter den silberglänzenden Dächern über dem Fluss ihr geheimes Zentrum hatte: der Kirche. Im Seminär der Jesuitenhochschule wurde der Priesternachwuchs herangezogen, wurden die jungen Franzosen in die Geheimnisse des theologischen Wissens eingeweiht. Die Religion war zu einer Waffe im Kampf um die Eigenständigkeit geworden. Die Engländer mussten die Glaubensfreiheit garantieren und der Klerus herrschte in der Stadt über dem Lawrence-Strom. Die Einwohner Quebecs übten in besonderer Weise Vergeltung für die militärische Niederlage, die Rache aus der Wiege. Mit 12 bis 15 Kindern trug jede Familie zur Bewahrung des französischen Erbes bei. Doch die Stadt ist auch ein Symbol für Toleranz und für das gemeinsame europäische Erbe. In den Regalen der Altstadtbibliothek, die früher das Stadtgefängnis war, sind die Geschichtswerke aufbewahrt, die vom Zusammenwachsen der beiden Kolonialmächte berichten. In den Büchern wird der Leser ein Datum verzeichnet finden: 1869, das Gründungsjahr des unabhängigen Bundesstaates Kanada. Oder er greift zu den Lederstrumpferzählungen, in denen die Kämpfe der Siedler mit den Indianern wie ein Heldenepos geschildert werden.
In seinen Träumen werden sie wieder lebendig, die Irokesen und Huronen, die früher dies Land beherrschten. Geschichte und Geschichten. Man kann sich in unterschiedlicher Weise in die Vergangenheit versetzen. Andere Träume werden in diesem Palast neben der alten Stadtmauer erfüllt. Das Odeon war und ist die Bühne für die Großen des Chansons. Paris Marlou, aux yeux de Et je suivais par ce froid dimanche. Eine Kultstätte der schönen Gefühle. Aujourd'hui disparu, mon enfance jouait. Mille fois tu pris ton bagage. Sie scheinen gegen die Übermacht des französischen Empfindens anzudröhnen, die Glocken von Holy Trinity. Die anglikanische Kathedrale hält eine englische Tradition aufrecht. Und nicht viele Bräuche der Sieger auf dem Schlachtfeld haben sich im täglichen Leben Quebecs durchsetzen können. Das Wechselläuten erfordert militärische Tugenden. Kraft, Ausdauer und Disziplin. Nur der exakt eingehaltene Wechsel der Reihenfolge, mit der die Seile gezogen werden, macht die fast unbegrenzte Variation des Glockenklangs möglich. Schlag auf Schlag. Englische Sitten in Neufrankreich. Das hätte sich der Stadtgründer Champlain nicht vorstellen können. Das neue Wahrzeichen der Altstadt. Ein Hotel. Ein Denkmal des 19. Jahrhunderts. Eingang zur Märchenwelt des Luxus. Im Château Frontenac sind seit einem Jahrhundert die Reichen, Mächtigen und Schönen abgestiegen. In ihrer Fantasie können sich die Gäste unter Könige und Schönheitsköniginnen mischen. Der Traum vom Reichtum wird in diesem Hotel noch zu erschwinglichen Preisen angeboten. Quebec. Dort, wo der Fluss eingeengt wird. Quebec. Wenn die nächtliche Lichterflut über der Stadt alle Konturen und Gegensätze ausgelöscht hat, erscheinen auch die Wirren seiner 400-jährigen Geschichte in vergoldetem Licht. Heute eine Attraktion. Die Gardesoldaten des 22. Königlichen Regiments auf der Zitadelle von Quebec. Elitesoldaten, früher im blutigen Einsatz. Immer wieder hatten die Engländer die französische Siedlung angegriffen, die sich in Kämpfen behaupten konnte. Doch dann, am 13. September 1759, ging in einer Schlacht von nur 20 Minuten der ganze französische Besitz verloren. Mit der Stadt Quebec fiel die Kronkolonie Neufrankreich. Nach ihrem Sieg bauten die englischen Machthaber die Zitadelle zu einer gewaltigen Schutzburg aus. Gegen feindliche Angriffe und gegen Aufstände in der Stadt. Sie fürchteten eine Rebellion der Franzosen, die sich von ihrem König verraten fühlten. Fliehen oder bleiben? Die Einwohner von Quebec hatten mehr als eine Schlacht verloren.
Doch die meisten entschlossen sich zu bleiben. Sie vertrauten einer anderen Macht, die unter den silberglänzenden Dächern über dem Fluss ihr geheimes Zentrum hatte: der Kirche. Im Seminär der Jesuitenhochschule wurde der Priesternachwuchs herangezogen, wurden die jungen Franzosen in die Geheimnisse des theologischen Wissens eingeweiht. Die Religion war zu einer Waffe im Kampf um die Eigenständigkeit geworden. Die Engländer mussten die Glaubensfreiheit garantieren und der Klerus herrschte in der Stadt über dem Lawrence-Strom. Die Einwohner Quebecs übten in besonderer Weise Vergeltung für die militärische Niederlage, die Rache aus der Wiege. Mit 12 bis 15 Kindern trug jede Familie zur Bewahrung des französischen Erbes bei. Doch die Stadt ist auch ein Symbol für Toleranz und für das gemeinsame europäische Erbe. In den Regalen der Altstadtbibliothek, die früher das Stadtgefängnis war, sind die Geschichtswerke aufbewahrt, die vom Zusammenwachsen der beiden Kolonialmächte berichten. In den Büchern Kampf um die Eigenständigkeit geworden. Die Engländer mussten die Glaubensfreiheit garantieren und der Klerus herrschte in der Stadt über dem Lawrence-Strom. Die Einwohner Quebecs übten in besonderer Weise Vergeltung für die militärische Niederlage, die Rache aus der Wiege. Mit 12 bis 15 Kindern trug jede Familie zur Bewahrung des französischen Erbes bei. Doch die Stadt ist auch ein Symbol für Toleranz und für das gemeinsame europäische Erbe. In den Regalen der Altstadtbibliothek, die früher das Stadtgefängnis war, sind die Geschichtswerke aufbewahrt, die vom Zusammenwachsen der beiden Kolonialmächte berichten. In den Büchern wird der Leser ein Datum verzeichnet finden: 1869, das Gründungsjahr des unabhängigen Bundesstaates Kanada. Oder er greift zu den Lederstrumpferzählungen, in denen die Kämpfe der Siedler mit den Indianern wie ein Heldenepos geschildert werden. In seinen Träumen werden sie wieder lebendig, die Irokesen und Huronen, die früher dieses Land beherrschten. Geschichte und Geschichten. Man kann sich in unterschiedlicher Weise in die Vergangenheit versetzen. Andere Träume werden in diesem Palast neben der alten Stadtmauer erfüllt. Das Odeon war und ist die Bühne für die Großen des Chansons. Paris Marlou, aux yeux de Et je suis des par ce froid dimanche. Eine Kultstätte der schönen Gefühle. Aujourd'hui disparu, mon enfance jouait. Mille fois tu pris ton bagage. Sie scheinen gegen die Übermacht des französischen Empfindens anzudröhnen, die Glocken von Holy Trinity. Die anglikanische Kathedrale hält eine englische Tradition aufrecht. Und nicht viele Bräuche der Sieger auf dem Schlachtfeld haben sich im täglichen Leben Quebecs durchsetzen können. Das Wechselläuten erfordert Doch dann setzte er seinen feinen Stiefel auf unser Land. Der Mann, an dessen Gesicht sich niemand erinnert, dessen Namen aber keiner vergessen kann.
Samuel de Champlain, dem sie das Denkmal errichteten als dem Stadtgründer von Quebec, der Wiege von Nordamerika. Heute kann jedes Schulkind die Jahreszahl nennen. 1603. Damals stand eine Siedlung der Irokesen am Ufer unter der hochragenden Felsklippe. Die Indianer hatten Champlain freundlich empfangen, als er auf einem Schiff, so groß wie sie noch keines gesehen hatten, auf dem Lawrence-Strom gesegelt kam. Sie ahnten nicht, dass er eine Stadt gründen würde. Nur zwei kleine Holzhäuser hatte er bauen wollen und einen Lagerschuppen für die Biberfelle, die er gegen wertlosen Flitter eintauschte. Eine kleine Handelsniederlassung. Zig Jahre später stand auf dem Handelsplatz eine Kirche, Notre-Dame des Victoires, die älteste Steinkirche Nordamerikas. Jetzt umschlossen viele Steinhäuser den Place Royale. Immer mehr Siedler waren aus Frankreich gekommen. Quebec wurde zum französischen Eigentum erklärt. Das Indianerland hieß jetzt Neufrankreich und wurde zum Kronland des Sonnenkönigs erhoben. Auf den Handelsschiffen mit den unersättlichen Bäuchen waren Soldaten zum Schutz der Kronkolonie angekommen. Doch es waren auch Missionare an Land gegangen, die zur Rettung der Seelen aufgebrochen waren. Franziskaner und Jesuiten brachten das Kreuz nach Quebec. Staunend sahen die Irokesen und Huronen die vergoldeten heiligen Figuren, mit denen die Christen ihre Kirchen schmückten. Als das Leben an den Seen, in denen sich die Wälder spiegeln, und am großen Strom noch nicht nach Jahreszahlen, sondern mit den Jahreszeiten verlief, hatten die Väter unserer Väter in Quebec, das heißt dort, wo der Fluss eingeengt wird, noch keinen weißen Mann gesehen. Dann setzte er seinen feinen Stiefel auf unser Land. Der Mann, an dessen Gesicht sich niemand erinnert, dessen Namen aber keiner vergessen kann. Samuel de Champlain, dem sie das Denkmal errichteten als dem Stadtgründer von Quebec, der Wiege von Nordamerika. Heute kann jedes Schulkind die Jahreszahl nennen. 1603. Damals stand eine Siedlung der Irokesen am Ufer unter der hochragenden Felsklippe. Die Indianer hatten Champlain freundlich empfangen, als er auf einem Schiff, so groß wie sie noch keines gesehen hatten, auf dem Lawrence-Strom gesegelt kam. Sie ahnten nicht, dass er eine Stadt gründen würde. Nur zwei kleine Holzhäuser hatte er bauen wollen
und einen Lagerschuppen für die Biberfelle, die er gegen wertlosen Flitter eintauschte. Eine kleine Handelsniederlassung. Zig Jahre später stand auf dem Handelsplatz eine Kirche, Notre Dame des Victoires, die älteste Steinkirche Nordamerikas. Jetzt umschlossen viele Steinhäuser den Place Royale. Immer mehr Siedler waren aus Frankreich gekommen.